Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, weibliche Genitalverstümmelung ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Und diese archaische Praxis ist leider bei weitem kein Relikt vergangener Zeiten. Und laut Expertinnen und Experten leben weltweit mehr als 150 Millionen Frauen und Mädchen mit verstümmelten Genitalien. Frau Kollegin Kopp-Herr hat es gerade auch bereits angesprochen. Und sie hat auch bereits angesprochen, was man als Beschneidung versteht, denn nämlich die Praxis, bei denen die Genitalien von Frauen und Mädchen teilweise oder vollständig entfernt werden. Und das mit erheblichen gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen. Für viele Frauen und Mädchen bedeutet die Verstümmelung ein lebenslanges Trauma. Und darüber hinaus gibt es eine Vielzahl lebenslanger körperlicher Beeinträchtigungen. Diese reichen von Unfruchtbarkeit, Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt, eine eingeschränkte Sexualität, starke Schmerzen beim Wasserlassen oder der Monatsblutung, um nur ein paar Beispiele zu nennen, leider bis hin zu in nicht seltenen Fällen auch dem Tod. Und um das ganz deutlich zu sagen, es gibt für diese Praxis keinerlei medizinische Begründung. Sie dient allein der sexuellen und körperlichen Unterdrückung von Frauen und Mädchen. Und die meisten Mädchen werden im Alter zwischen 4 und 14 Jahren Opfer dieser Praxis, allerdings leider auch schon deutlich früher. Und Mädchen werden durch diese Verstümmelung gezeichnet für ihr gesamtes Leben. Allerdings ist auch festzuhalten, weibliche Genitalverstümmelung ist kein alleiniges Problem des geografischen Südens. Terre de Femmes weist darauf hin, dass auch in Deutschland mindestens 60.000 Frauen und Mädchen aus sogenannten Prävalenzländern leben, in denen diese Menschenrechtsverletzung nach wie vor praktiziert wird. Es ist davon auszugehen, dass Familien aus diesen Ländern auch in Deutschland an dieser kulturellen und traditionellen Praxis festhalten und ihre Töchter beschneiden lassen wollen oder aber, und das finde ich auch besonders erschreckend, dass Angehörige auch gegen den Willen der Eltern die Kinder beschneiden lassen wollen, beispielsweise wenn sie die Ferien in den Herkunftsländern ihrer Familien verbringen. Weibliche Genitalverstümmelung, das wird daraus deutlich, ist auch ein Thema in Deutschland und es ist ein Thema in NRW. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Varis Dirje hat durch ihre Autobiografie Wüstenblume das Thema weibliche Genitalverstümmelung vor knapp 20 Jahren einer breiten Öffentlichkeit bewusst gemacht. Und viele Menschen waren damals schockiert von der Geschichte eines Mädchens, die als 5-Jährige beschnitten wurde und mit 13 vor der Verheiratung mit einem sehr viel älteren Mann floh. Viele Jahre später nutzte sie ihre Bekanntheit dann als Model. Sie hat eine Modelkarriere gestartet, um von ihren Erfahrungen stellvertretend für die Millionen Opfer zu berichten und ein Ende dieser Qual einzufordern. Darüber hinaus ist sie dann ja auch UN-Sonderbotschafterin im Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung geworden. Und seinerzeit war das mediale Echo groß. Doch heute müssen wir leider feststellen, dass das Thema weitgehend aus den öffentlichen und politischen Debatten verschwunden ist. Tabuisierung bis hin zu öffentlicher Ignoranz des Themas führt aber dazu, dass auch weiterhin Mädchen und Frauen verstümmelt werden und mit den teils schwerwiegenden Folgen nicht nur leben müssen, sondern auch weitgehend damit alleingelassen werden. Um dem entgegenzuwirken, und Kollegin Kopp-Herr hat es ja auch bereits erwähnt, hat sich 2007 der Runde Tisch NRW gegen die Beschneidung von Mädchen gegründet. Er bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Ministerien, Behörden, Berufsverbänden, Menschenrechtsorganisationen und Beratungsstellen zusammen. Und zentrales Anliegen des Runden Tisches ist es, zu informieren, zu sensibilisieren, aber auch politische Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Diese wichtige Arbeit des Runden Tisches greifen wir mit unserem Antrag auf und auch die uns unlängst zugegangenen Handlungsempfehlungen, die der Runde Tisch erarbeitet hat. Und für die im Landtag vertretenen Parteien steht einhellig fest, und darüber bin ich sehr, sehr froh, dass es gelungen ist, in diesem Thema wirklich einen breiten Konsens herzustellen. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingen wird. Der Antrag wird ja überwiesen, im Endeffekt einen gemeinsamen Antrag aller hier vertretenen Fraktionen hinzubekommen. Wir stellen also einhellig fest, weibliche Genitalverstümmelung ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Wir wollen die wichtige Arbeit des Runden Tisches NRW und der Beratungsstelle Stop Mutilation auch weiterhin unterstützen. Und nicht zuletzt stellt Genitalverstümmelung einen Sorgerechtsmissbrauch und eine Form der Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII dar. Wir wollen aber auch insbesondere dazu beitragen, das Thema öffentlich zu enttabuisieren und Fachkräfte in Polizei, Justiz, im Gesundheitsbereich, den sozialen Diensten und im Bildungsbereich zu sensibilisieren. Über entsprechende Handlungsleitfäden wollen wir die Aufklärung und Sensibilisierung unterstützen, aber auch konkrete Hilfen und rechtliche Handlungsmöglichkeiten im Einzelfall unterstützen. Wir wollen Frauen und Mädchen, die von Genitalverstümmelung betroffen oder bedroht sind, unterstützen und möglichst auch schützen. Wir wollen gemeinsam hinschauen und das Thema wieder ins öffentliche Bewusstsein rücken.
Und zum Abschluss möchte ich mich noch mal ganz besonders bei den engagierten Mitgliedern des Rundentisches NRW und den Initiativen für ihre unermüdliche Arbeit in diesem Bereich bedanken.